Hallo und herzlich willkommen zu Unicorn. Hallo meine Zaubermäuschen, ich hoffe es geht euch gut. Mir geht's blendend, wir haben jetzt kurz vor 12 Uhr nachts. Ich werde jetzt dieses Video noch schnell zu Ende drehen und dann ab auf die Couch. Was wollen wir heute machen? Wir wollen heute mal nochmal um das Thema Airbrush zu vervollständigen, um die Reinigung so ein bisschen uns bewegen. Und zwar werden wir heute die Airbrush-Pistole, die wir beim letzten Mal eingesaut haben, sauber machen. Ich weiß, es ist ein relativ langweiliges Thema. Aber es ist natürlich auch sehr wichtig, damit ihr lange was von eurer Airbrush-Pistole habt. Und viele kommen immer wieder durcheinander, das Ding wieder zusammenzusetzen. Deshalb werden wir heute das Teil ganz... Mein Gott, Sprachfindungsstörung heute. Deshalb werden wir heute das Ganze einmal komplett auseinandernehmen, sauber machen und wieder zusammensetzen. Also wenn ihr Probleme beim Zusammensetzen habt, dann guckt euch einfach nochmal dieses Video an und dann dürfte es eigentlich kein Problem sein. Also, legen wir los. Fangen wir doch jetzt einfach mal an, das Ding auseinanderzubauen. Worauf solltet ihr achten? Da sind ganz viele kleine Teile, lasst die bloß nicht aus den Augen. Ganz wichtig, wenn die flöten gehen, die neu zu bestellen, dauert erstens sehr lange und zweitens kostet das natürlich auch wieder Geld und ist auch nicht unbedingt nötig. Also passt genau auf, wie ich das mache und dass ihr nichts verliert. Was braucht ihr dazu? Ihr braucht erstmal die dreckige Airbrush-Pistole, ganz klar. Dann diesen Schlüssel, der bei der Airbrush-Pistole dabei war. Jetzt brauchen wir ihn, ganz wichtig. Dann ein paar Zeletten, einen alten Pinsel. Nehmt keinen Pinsel, wo irgendwie Glitzer drin ist oder so, denn damit verstopft ihr euch gerne mal die Pistole. Immer einen alten Pinsel nehmen, aber irgendeinen, der ja nicht groß versaut ist. Nochmal kurz zur Erklärung, Airbrush-Pistole, hier hinten ist die Nadel drin. Die ist dafür da, um die Farbe aus dem Behälter rauszulassen. Die müssen wir rausholen. Dann werden wir das hier nochmal abschrauben. Also wir werden das ganze Ding komplett auseinandernehmen. Wir werden die Düse komplett auseinanderschrauben. Den Abzug rausholen. Und natürlich auch komplett zerlegen. Und ja, fangen wir doch einfach mal an. Also ihr werdet wahrscheinlich erstmal komplett die Farbe rausholen müssen. In den Clean Pot rein natürlich. Kann ich auch mal dazu stellen. Das wäre der hier. Da ist noch das alte Wasser drin. Achso, ihr braucht natürlich auch noch Wasser. Das würde ich mit einem bisschen Glasreiniger zugeben, weil das ist wirklich echt ganz geil, um die Airbrush-Pistole sauber zu machen. Da müsst ihr euch nicht unbedingt diesen speziellen Reiniger dafür holen. Das funktioniert auch immer ganz gut so als Tipp am Rande und ist günstiger. Fangen wir an. Also, erstmal das Wasser zur Seite. Fangen wir erstmal hier hinten an. Das hier kann man abschrauben. Am besten auch immer so hinlegen, dass ihr wisst, welches Teil wohin gehört. So. Ich schiebe es nochmal kurz drauf, um euch zu sagen, wozu das hier ist. Das hier ist dafür da, um die Nadel zu justieren. Das heißt, wenn ihr den hier losdreht und den Abzug bewegt, bewegt sich die Nadel nicht mehr mit. Also das ist die Feststellschraube für die Nadel. Auch ganz wichtig. Welche Teile müssen wir reinigen? Wir müssen auf jeden Fall den Farbbehälter reinigen. Dann müssen wir hier vorne die Spitze reinigen. Natürlich außen so ein bisschen alles schön machen. Und die Nadel müssen wir reinigen, weil da setzt sich gerne mal so ein Klumpen Farbe dran fest. Und das wollen wir natürlich auch wegmachen. Wenn wir jetzt hier oben mal reingucken, sehen wir das hier schon so ein bisschen alles. Ich hoffe, man sieht es. So ein bisschen Farbe drin ist, das müssen wir natürlich auch wegmachen. Und hier unten ist die Nadel,
Wenn ihr mal genau hier reinguckt, dann seht ihr die auch. Und wenn ihr den Abzug vor- und zurückschiebt, seht ihr auch, wie die Nadel sich bewegt. Und da ist natürlich auch ein Haufen Farbe dran. Wenn man da jetzt mal so genau reinguckt. Und die müssen wir natürlich auch abmachen. Weil irgendwann löst sich diese alte feste Farbe und damit verstopft ihr euch dann die Pistole und das Weiterarbeiten ist dann quasi unmöglich bzw. sehr schwierig und das wollen wir natürlich vermeiden. So, also wir haben dieses Teil schon mal abgeschraubt. Dann fangen wir jetzt an, erstmal die Nadel rauszuziehen, weil die Nadel geht einmal komplett hier durch. Die Nadel geht auch durch den Abzug durch, durch den Behälter und bis hier vorne rein. Bevor wir die Nadel nicht draußen haben, werden wir das ganze Teil nicht auseinandernehmen können. Deshalb fangen wir damit an. Dann drehen wir hier diese Feststellschraube los. Wie gesagt, legt es euch so hin, damit ihr es auch wiederfindet. Und jetzt einfach die Nadel rausziehen. Ja, die ist schon sehr verklumpt. So. Bei der Nadel müsst ihr sehr darauf achten, dass euch die nicht verbiegt. Ganz wichtig, wenn euch die verbiegt, dann könnt ihr eigentlich schon eine neue kaufen. Vor allem die Spitze vorne, die darf nicht krumm werden. Mit diesem Teil müsst ihr wirklich sehr sorgfältig umgehen, damit euch da nichts kaputt geht. So, das legen wir auch erstmal zur Seite. So, nächster Schritt, das hier. Hier ist eine Feder drin, damit schnellt der Abzug immer wieder nach vorne. Die ist in diesem Teil drin. Das schrauben wir jetzt auch einmal ab. Das müsst ihr jetzt nicht bei jeder Reinigung machen. Ich demonstriere euch das jetzt nur mal. Eigentlich braucht ihr nur die Feder, die Nadel rausziehen und die sauber machen. Aber wie gesagt, ich möchte es einmal komplett auseinanderbauen, damit ihr seht, was hier so alles drin lauert. So, und wenn wir das jetzt hier rausziehen, haben wir auch schon quasi die Feder mit einem Teil von dem Abzug. Und das Ganze können wir jetzt natürlich auch noch weiter auseinanderbauen. Hier ist die Feder. So, hier ist der ein Teil des Abzugs. Das Ganze wird dann so zusammengesetzt. Ich lege es mal direkt so hin. So, so. Damit wir da nicht durcheinander kommen. Ja, bleib hier. So. So, dann haben wir schon mal das Gröbste auseinander. Also wie gesagt, die Teile braucht ihr nicht unbedingt rausbauen. Es sei denn, ihr habt wirklich mal richtig krass geschlabbert und hier ist euch Farbe reingelaufen, dann solltet ihr das natürlich auseinandernehmen. So, dann können wir jetzt noch diesen Abzug hier rausziehen. Den könnte man dann auch nochmal sauber machen. Als nächstes, was ihr auch nicht machen braucht, was ihr eigentlich auch nicht machen solltet, ist das Ding hier. Ich mache es jetzt nochmal schnell ab und zeige euch, was da so drin lauert. Das hier ist nämlich geölt. Und das solltet ihr nicht abmachen, denn sonst habt ihr keine richtige Schmierung mehr hier in diesem Bereich. Der ist einfach dafür da, mit dem Teil, also mit dem Abzug, wenn ihr das runterdrückt, kommt ja Luft aus der Pistole raus. Und dieses Teil drückt den hier runter und hier wird quasi die Luft in die Pistole geleitet. Deshalb, dieses Teil ist wichtig, schrauben wir sofort wieder dran, damit das Öl auch da dran bleibt, damit die Schmierung weiter vorhanden bleibt. Und genau hier drin sieht man dann auch, wenn ihr dann mal reinguckt in eure Pistole, wenn ihr das hier runterdrückt, öffnet sich quasi das Ventil für die Luft und die Luft kann hier durchströmen, hier vorne rein, nimmt die Farbe auf und geht auf den Nagel. So, das hätten wir schon mal. Jetzt widmen wir uns der Spitze. Die Spitze besteht aus drei Teilen normalerweise, also bei meiner Pistole auf jeden Fall. Einmal hier vorne der. Und dann ist dieser Teil auch noch dafür da. Den können wir auch nochmal abdrehen. Der wird auch zur Spitze, damit wir an das kleinste Teil der Pistole drankommen. Nämlich das hier. Das ist die Düse. Die müssen wir auch abnehmen.
Und da, genau dafür ist dieser Schraubenschlüssel da. Den könnt ihr jetzt hier so ansetzen. Müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Nicht mit zu viel Gewalt rangehen. Und den dann ganz vorsichtig abschrauben. Ups. So. Das ist das kleinste Teil an der Pistole. Das wirklich nicht verlieren, weil das Ding kostet auch, glaube ich, 15, 20 Euro oder so. Den schmeiße ich direkt mal in unsere Mischung hier rein, damit sich da schon mal so ein bisschen die alte Farbe lösen kann. Genauso wie die Teile, die können wir auch schon mal reinschmeißen. Man sieht hier ganz schön, dass sich hier ganz schön viel Farbe gesammelt hat. Deshalb rein damit. Genauso wie hier. Hier innen hat sich auch sehr viel Farbe gesammelt. Und umso länger ihr die nicht reinigt, umso mehr Farbe sammelt sich da. Und irgendwann ist das ganze Ding komplett zu. Vor allem der Strom, der aus der Pistole herauskommt, ist nicht mehr so exakt, wenn ihr das hier nicht richtig sauber macht. Auch rein damit. Mal ein bisschen umrühren. So. So, dann haben wir hier unsere fast komplett auseinandergebaute Pistole, bis auf das Teil, weil, aber das wollten wir ja dran lassen wegen der Schmierung. Ja, was müssen wir jetzt tun? Wir müssen auf jeden Fall dieses Teil richtig sauber kriegen, genauso wie hier. Hierfür sind nämlich unsere kleinen Bürsten da, damit wir da reinkommen und den Tunnel quasi richtig sauber machen können. Jetzt nehme ich mir mal mein Wasser, schiebe mal die ganzen Einzelteile zur Seite. Und tauche das Ganze einmal hier so ein und guck schon mal, es ist relativ freigängig. Ihr seht, es tropft raus. Aber das reicht uns natürlich nicht. Ich nehme jetzt hier unseren Pinsel und fange an, hier drin richtig sauber zu machen. Dürft natürlich auch ein Nailer-Tool zu Hilfe nehmen, falls ihr hier so dicke Krusten habt, dürft ihr das natürlich mit einem Nailer-Tool abkratzen. Das ist kein Problem. Weil, wie gesagt, wenn euch das irgendwann mal in die Farbe reinfällt und dann durch die Düse geht, dann wird euch die Düse auf jeden Fall verstopfen. Deshalb gucken, dass wir das jetzt hier schön sauber kriegen. So, wenn ihr das Ding dann grob einmal sauber gemacht habt, nehmt euch einfach so ein bisschen von der Flüssigkeit hier rein und dann die kleine Bürste und dann gehen wir hier einfach mal so ein bisschen durch. Ruhig richtig durchschieben. Ihr seht, wenn ihr es komplett durchschiebt, kommt ihr hier hinten raus. Ich hoffe, man sieht es. Und diesen Gang dann einmal komplett sauber machen. Man sieht, jetzt kommt die Farbe auch richtig, die Farbe. Jetzt läuft das Wasser auch schon wieder richtig gut durch. Vorher hat es nur getropft und jetzt läuft es richtig raus. Das heißt, der Gang ist auf jeden Fall schon mal sauber. Jetzt bade ich das Ganze noch einmal kurz hier in der Flüssigkeit. Und dann sind wir auch schon fast fertig mit dem Groben, also mit dem Hauptteil. So, das hätten wir dann schon mal. Dann widmen wir uns mal unserer Nadel. Da nehmt ihr einfach ein bisschen von der Flüssigkeit und dann wichtig in drehenden Bewegungen
Also dreht die Nadel und zieht das dabei durch die Zellette. Und das ein paar Mal. Immer dabei drehen die Zellette. Die Nadel. Wir drehen die Nadel deshalb, damit uns das Ganze nicht verbiegt. So, dann haben wir die Nadel auch schon mal sauber. So, als nächstes. Meine Pinzette. Als nächstes holen wir uns hier unser erstes Düsenteil raus. Hier könnt ihr ruhig ein bisschen gröber sein. Hier ist nicht so schlimm, wenn ein Kratzer dran kommt. So, dann haben wir das Teil auch fertig. Und dann noch vorne die Spitze. Hier müssen wir auch einmal mit dem Nähler-Tool rein und die ganze Farbe rauspulen. Seht, was da rauskommt. Ist schon ordentlich. So, kommen wir mal zu dem kleinsten. Könnt ihr mit der Bürste das Ganze so ein bisschen schon mal grob sauber machen. So, und ich habe es dann immer so gemacht, dass ich die Nadel mir genommen habe. Ein bisschen Ordnung schaffen. Und dann ganz vorsichtig, also wirklich, das sind beide Teile, dürfen nicht kaputt gehen. Einfach die Nadel reingesteckt und so ein bisschen gedreht. Ihr seht, da kommt ein bisschen hin und her bewegt. Da kommt einiges an Zeug raus, was nicht hingehört und was euch die Arbeit auch manchmal versauen kann. Und dann haben wir dieses Teil auch fertig. Und wir wären eigentlich wieder so weit, das Ganze zusammenzubauen. Ja, machen wir es einfach mal. So, ihr seht also, was hier so alles abgegangen ist von der Pistole und rausgekommen ist. Das ist schon einiges. So, aber fangen wir wieder an, das Ganze zusammenzubasteln. Fangen wir erstmal mit der Spitze an. Das kleinste Teil kommt dann wieder hier vorne drauf. Vorsichtig draufdrehen, nicht dass ihr die Windung kaputt macht. Und dann wieder den Schraubenschlüssel zur Hand nehmen. Hier gilt auch wieder nach fest kommt ab. Also nicht zu fest drehen. Es sollte wirklich nur so ein bisschen handfest sein. Teil wirklich empfindlich. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mir da schon eins abgebrochen habe. So. Dann machen wir weiter mit der Spitze. Eins. Nummer zwei. So, Spitze ist schon mal fertig. Und dann setzen wir wieder hier unseren Abzug ein. Hier ist so eine kleine Führung, und da kommen die Seitenteile rein. So ein bisschen fummelig, aber geht auf jeden Fall. Sollte darauf achten, dass die geriffelte Seite immer zur Pistolenspitze hin zeigt. Wenn ihr das andersrum macht, könntet ihr manchmal wegrutschen, denn die geriffelte Seite ist dafür da, dass ihr Halt habt. So, das hätten wir auch. So, dann fangen wir an, uns dieses Konstrukt hier wieder zusammenzubauen. Die Feder hier drauf, dann dieses lustige Teil auch wieder drauf. Also so rum, dass das Gewinde nach da zeigt. Dann das Ganze hier drauf und ganz einfach festdrehen. So. Und ihr seht,
Es funktioniert wieder. Dieses Teil zieht die Nadel raus. Wenn die Nadel rausgezogen ist, kann die Farbe durchfließen und in die Luft aufgenommen werden. So, als nächstes kommt die Nadel wieder hier rein. Dabei wieder aufpassen, dass sie die Nadel nicht verbiegt. Das Ganze wirklich durchschieben. Hier vorne seht ihr, wenn die Nadel rauskommt an der Spitze. So, durch ist er. Hier ist er auch durch. Natürlich, sonst wäre sie vorne nicht durch. Ja, Zauberei. Und dann die Feststellschraube für die Nadel natürlich auch wieder dran drehen. Ruhig recht fest. Wenn ihr dann mal reinguckt, seht ihr, dass die Nadel sich bewegt. Genau wie hinten bewegt sie sich auch. Das heißt, das hier ist richtig fest. Dann noch das Teil hier drauf. Und dann sind wir fertig. Wenn ihr das Ganze dann zusammengebaut habt, dann spült die Pistole noch einmal komplett durch. Das heißt, ich schließe die jetzt erstmal an den Kompressor an, mache ein bisschen Glasreiniger rein und dann gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. So, das Teil ist wieder sauber, es funktioniert wieder tadellos, besser als vorher. Wer hätte es gedacht? Wir haben es sogar wieder richtig zusammengesetzt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben, Share, teilen, liken. Ihr kennt das Spielchen. Und ja, immer üben, üben, üben. Denn umso öfter ihr das Ding auseinanderbaut und wieder zusammenschraubt, umso schneller geht es natürlich auch. Wie ich schon gesagt habe, ihr müsst das natürlich nicht so krass auseinandernehmen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Es reicht wirklich die Nadel und vorne die Spitze zu säubern und natürlich auch den Tank. Ansonsten, wenn ihr das Ding richtig stark versaut habt, irgendwie in Farbe geschmissen, was auch immer, dann natürlich komplett auseinanderbauen. Ansonsten, ja, war es das eigentlich für heute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Chris.